ihr Zuckerschnecken, heute gibt es bei uns Spaghetti Bolognese. Ich mache heute eine große Menge. Ich schreibe euch trotzdem die Zutaten so auf. Ihr könnt die ganzen Sachen auch einfach halbieren. Aber ich mache extra eine doppelte Menge, weil heute wollen wir Spaghetti Bolognese essen. Und morgen will ich mit der anderen Hälfte quasi Lasagne machen. Entweder macht ihr am nächsten Tag eine Lasagne oder auch super, was ich sehr, sehr gerne mache, ist Bolognese einfrieren. Also wenn ich es schon mache, wie gesagt, gleich eine große Menge. Entweder friert ihr was ein oder ihr macht eine Lasagne. Hier ist mein Hackfleisch. Ich schreibe euch alles vorne drauf oder in der Infobox. Hier, glaube ich, muss ich jetzt nicht viel sagen. Hier sind meine passierten Tomaten und ich habe hier auch noch Wasser reingemacht. Steht alles vorne drauf. Damit ich die Tüten schön ausspüle, tue ich immer gerne Wasser rein. Und wir brauchen auch ein bisschen Wasser. Ja, das Einzige, habt ihr keinen Paprikamark, könnt ihr Tomatenmark nehmen. Hier ist mein Knoblauch, was ich mir selber gemacht habe. Da schreibe ich euch aber auch auf, wie viel Knoblauch, wie viel Öl. Ja, wir starten einfach hier am Herd. Ich habe mein Knoblauch schon reingemacht und mein Öl und gebe jetzt auch direkt das Hackfleisch. Ihr könnt auch Zwiebel vorher anbraten, wie ihr wollt, aber ich tue gern die Zwiebel erst anbraten, wenn das Hackfleisch soweit ist. Ja. So, das tue ich jetzt hier schön anbraten. Mein Herd ist auf höchster Stufe. Ihr werdet sehen, der ganze Volumen wird sowieso runtergehen. Und das brate ich krümelig an und dann kommen schon meine Zwiebeln dazu. So, ich bin hier schön am Anbraten. Habe schon seit 5 Minuten brate ich das an. Ich habe auch sowas genommen. Das ist so ein, ich glaube für Soßen ist das. Auf jeden Fall so könnt ihr das richtig schön krümelig machen. Oder ihr nehmt einen Kartoffelquetscher oder ja, so einen Kartoffelstampfer. So habt ihr dann nicht diese großen, dicken Blöcke, sage ich mal, Krümel, sondern wirklich so schöne, feine Krümelchen. Ja, das nur so als Tipp am Rande. Jetzt kommen direkt auch meine Zwiebeln rein. Auch ja, ich weiß, es sind viele Zwiebeln, aber die werden verkocht werden. Und ich finde, Zwiebel ist immer so Geschmacksträger Nummer 1. Ja, also sehr, sehr lecker. Wir haben damit überhaupt kein Problem. Nicht wir Erwachsene, nicht die Kinder. Es ist einfach nur lecker und sehr, sehr gesund. So, auch die Zwiebeln tue ich jetzt nochmal hier 5 Minuten mit dem Hackfleisch schön weiter anbraten. Und dann kommen schon die Gewürze dazu und langsam der Rest. So, auch hier 5 Minuten später. Ich habe das immer schön hier angerührt. Immer so hier, dass wir schöne Krümel haben und das Fleisch schön fein ist. Durchgerührt. An der Stelle kommen jetzt meine Gewürze. Habt ihr etwas nicht, lässt es einfach weg. Genauso Lorbeerblätter habt ihr nicht, mögt ihr nicht, lässt es weg. Nicht wundern wegen dem Zucker. Zucker finde ich immer ganz wichtig, wenn man mit Tomate arbeitet, wegen der Säure. Ja, also Zucker nimmt so ein bisschen die Säure von den Tomaten weg, weil wir auch jetzt zum Beispiel hier passierte Tomaten haben. Ihr könnt natürlich auch anstatt passierte Tomaten, wisst ihr ja, normale Tomaten nehmen, frische Tomaten, wenn ihr welche habt, die sehr weich sind oder gegessen werden müssen. So, hier kommt mein Paprikamark rein. Mögt ihr keinen Paprikamark, habt ihr es nicht mit Tomatenmark. Auch das gar kein Thema. So, die Gewürze tue ich jetzt auch hier nochmal genau 5 Minuten mit anbraten und dann wäsche ich eigentlich schon mit den passierten Tomaten ab. Dann kommt der Deckel drauf und das war's dann erstmal. So, 5 Minuten später, ich wollte euch mal zeigen, ich bin jetzt hier fertig mit diesem Löffel. Natürlich setzt sich hier viele Sachen ab, also Hackfleisch, das ist klar. Ihr müsst dann einfach mit so einem Piekser reingehen, immer mal schütteln und ihr kriegt wieder alles hier raus und sauber. Das einfach mal nebenbei. Es ist alles schön krümelig angebraten. Jetzt gehe ich mit meinem ganz normalen Kochlöffel weiter. Immer wichtig auch die Sachen von den Rändern, gerade so die Zwiebeln runterzunehmen. Ich zeige euch mal das Ganze, wie toll das aussieht. Und wenn ihr wüsstet, wie das duftet, oh lecker, ich freue mich schon. Wir hatten so lange keine Bolognese mehr. So, an der Stelle kommen jetzt meine passierten Tomaten und mein Wasser rein. Und das war es dann auch erstmal. Jetzt kommt der Deckel zu. Und das lasse ich jetzt hier auf niedriger Stufe, wirklich. Also ich habe ja von Stufe 9, ich mache dann mal auf Stufe 4 runter und lasse das ganz in Ruhe köcheln. Hier hole ich jetzt nochmal ein bisschen Wasser, dass wir alles schön rausbekommen.
und lasse das dann ganz schön in Ruhe vor sich hin fischen. Ja. So, auch hier noch mal ein bisschen Wasser, dass wir alles schön ausspülen und nichts verschwenden. So. Ich warte aber jetzt ganz kurz, bis das jetzt so einmal so ein bisschen aufkocht, obwohl es kocht ja schon. Ja, ich schalte jetzt einfach mal runter, wie gesagt auf 4 und lasse das Ganze gute eine Stunde, anderthalb Stunden vor sich hin köcheln mit Deckel zu. Aber was ich immer zwischendurch mache, ist immer mal umrühren, gerade hier am Topfboden, dass ich da nichts absetze und anbrennen kann. So, ich wollte euch das nochmal so zeigen, aber wenn ihr wisst, wie das schon riecht, ich freue mich schon so. So sieht das Ganze aus. Und ja, ich weiß, es ist ein großer Topf, aber wie gesagt, heute essen wir Bolognese. Entweder, wie gesagt, mache ich morgen eine Lasagne, das habe ich auf jeden Fall vor. Und wenn nicht, wird es eingepackt und eingefroren. Gar kein Thema. Jetzt kommt der Deckel drauf und jetzt schalte ich runter und lasse das mal auf 4. Und den Deckel so und wirklich in Ruhe vor sich hinköcheln und zwischendurch tue ich immer mal umrühren, dass unten nichts klebt. Mindestens jetzt so eine Stunde, anderthalb Stunden. Ja, also ich melde mich später mal und dann wird ihr auch sehen, wie sich die Konsistenz und das Ganze lecker verändert. So, ihr Hübschen, das ist jetzt ungefähr eine Stunde her. So sieht das Ganze aus. Ich habe zwischendurch immer mal umgerührt, dass sich halt unten nichts absetzt. Ja, Konsistenz finde ich perfekt. Die Lorbeerblätter natürlich rausnehmen, die nicht vergessen später. Und ja, ich habe auch schon abgeschmeckt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgesalzen. Aber ich lasse euch trotzdem den einen Teelöffel drauf, also den ich vorhin reingemacht habe, schreibe ich euch drauf. Schmeckt einfach ab, ja. Ich habe ja auch manchmal so Phasen, dann denke ich, oh, da fehlt noch was und dann kippe ich so viel rein. Und mein Mann sagt, oh, das ist so salzig, ich finde es perfekt. Also da hat jeder so seinen eigenen Geschmack, ja. Nachsalzen, nachwürzen geht immer. Also für mich ist es jetzt perfekt. Ich lasse es jetzt einfach zur Seite, ich mache noch den Deckel zu. Ich habe das jetzt auch vorbereitet, wir essen das dann später. Später dazu einfach frische Nudeln abkochen, dazu Parmesan, vielleicht ein bisschen Joghurt und ihr habt ein tolles Mittagessen. Und ja, mehr gibt es hier nichts dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich später nochmal melde. Wie gesagt, das könnt ihr super mit Nudeln essen. Rest könnt ihr dann, wenn es abgekühlt ist, euch einpacken, portionieren in den Tiefkühler. Am nächsten Tag könnt ihr hier auch, sage ich mal, gefüllte Paprika machen, Lasagne, ganz vieles. Ja, ganz viele Sachen. Also ihr Lieben, bis dann, viel Spaß beim Nachmachen und ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. So, ihr Hübschen, so sieht das aus. Ich habe ja heute Mittag die Soße gemacht. Ich zeige euch das mal. Hier ist jetzt noch ein Teil übrig. Die hat ja wirklich so anderthalb Stunden schön geköchelt und ich habe es dann auch einfach hier an der Seite gelassen. Jetzt ist schon Richtung Abend. Ich habe jetzt frische Spaghetti gekocht. Bei uns ist es jetzt unser Abendessen. Hier auch einmal hinter den Kulissen habe ich einen Teil schon eingepackt. Das wird beschriftet. Das kann man super gut einfrieren. Einfach mal rausholen, erwärmen, frische Nudeln dazu und ihr habt ein tolles, schnelles Essen. Ja, falls ich was vergessen habe, tue ich das unter der Infobox reinschreiben. Auch hier für mich meine Lieblingskombi. Hier etwas Grünzeug drauf, dann noch ein bisschen Naturjoghurt. Ich liebe es mit Naturjoghurt und Grünzeug und dann könnt ihr es genießen. Sehr lecker, schnell gemacht, aber auch hier gibt es kein Falsch. Ihr könnt noch total toll Gemüse hinzufügen beim Kochen. Manchmal mache ich da auch Möhren rein, Stangensellerie oder auch wenn ich frische Tomaten habe. Was heißt frische, also Tomaten, die verwertet werden müssen und nicht mehr so toll aussehen, könnt ihr auch super reinmachen, schön kochen lassen. Also auch hier gibt es kein Falsch. Die Lasagne werde ich euch mal in einem separaten Video zeigen, wie ich die mache. Und ja, euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, ist es euch von den Mengenangaben zu viel, halbiert sie einfach. Aber ich finde, das kann man super gut einfrieren. Und dann habt ihr immer was da, wenn es dann mal schnell gehen muss. Einfach nur auftauen, erwärmen, Spaghetti dazu und gut ist. Ja, also jetzt genug gequatscht. Ich habe Hunger und euch viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt mir alle gesund und munter. So, ich wollte euch mal zeigen, wir haben vorhin gegessen. Der Topf, wirklich, es hat sich echt gelohnt und wir haben sie nur zu viert gegessen. Das ist jetzt übrig geblieben. Das habe ich jetzt eingepackt. Hier einmal ein großes, quasi für uns zu viert. Und zwei kleine, wenn ich mal was nur für die Kinder warm mache.
Wie gesagt, ihr könnt das super einfrieren. Darum, es lohnt sich gleich eine große Menge zu machen. Entweder, wenn ich es schaffe, mache ich morgen eine Lasagne draus. Aber ich habe es trotzdem mal so portioniert, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe. Dann kann ich es dann, wenn ich es morgen nicht benutzt habe, ich tue es erstmal in den Kühlschrank, dann auf jeden Fall einfrieren. Ja, da braucht ihr gar keine Angst zu haben. Darum immer wieder sage ich das noch einmal, es lohnt sich gleich eine große Menge zu machen. Und so habt ihr euch das toll eingepackt. Natürlich einpacken erst, wenn es kalt ist. Ich habe es ja heute Mittag, heute Morgen gemacht. Es ist jetzt schon Abend, es ist abgekühlt. Und dann abgekühlt in den Kühlschrank. Dann, wenn ihr seht, ihr braucht es doch nicht, ab in den Gefrierschrank. Ja, ganz, ganz toll. Also sehr zu empfehlen. Und habe ich was vergessen, schreibe ich es einfach unten drunter.